Naja, von wegen Ofen, wir haben hier minus 2 Grad hier oben. Und mit diesem vollkommen misslungenen Wortspiel begrüße ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal bei meiner Märztour in der Schweiz. Ich überquere 3 Pässe. Die meisten sind eigentlich noch zu, aber der Ofenpass, auf dem ich mich gerade befinde, ist offen. Der Berniner Pass steht an zweiter Stelle heute und dann kommt an dritter Stelle der Julia Pass. Wir haben ja doch ein paar Minusgrade und im Winter ist es echt ein bisschen chillig. Ich habe hier so einen Überzieher an, der hilft als Windbreaker ein bisschen. Wenn die Sonne rauskommt und es windstill ist, dann ist es wunderschön. Jetzt genießt ihr mal die Aussicht hier oben und dann fahren wir weiter. Hinten an. Unten sieht man noch einen Teil vom Gletscher. Jetzt fahren wir zum Berniner Pass hoch. Ungefähr 10 Minuten sind wir da. Das ist die 2. Station heute auf meiner Pässe-Tour Ende März in der Schweiz. Und danach kommt der Julia Pass und dann geht es langsam wieder Richtung Hause. Aber jetzt genießen wir zuerst mal die Aussicht. Herrliches Wetter, trotzdem zapfig kalt. Wir haben gerade mal 2 Grad plus. Aber das ist es wert. Das ist es definitiv hier. Zweite Station hier auf dieser Schweizer Tour im März, der Berniner Pass. Ich stehe hier gerade drauf. Ja, wie immer geht, schaut euch um, es ist wunderschön hier oben. Wir haben 1 Grad mehr als vorhin, also 3 Grad plus. Und ich brauche immer noch meinen dicken Überzieher hier, ohne geht es gar nicht. Die Hände sind ein bisschen klamm. Ja, machen wir noch ein paar Filmaufnahmen hier und genießen die wunderbare Sonne. Ich habe leider meinen Kaffeekocher nicht dabei, sonst hätte ich mir einen kleinen Espresso gemacht. Muss ich mir unten dann quasi im Tal holen. Tja, was kann man sonst hier sagen? Es ist wunderschön. Kein Wölkchen am Himmel. Ja, wie gesagt, kleine Pause und dann geht es weiter zum Julia-Pass. Thank you.
each other. Ja, wir kommen leider zur letzten Etappe bei der heutigen Tour. Der Julia-Pass, einer der schönsten Pässe in der Schweiz, meiner Meinung nach. Da liegt St. Moritz und da liegt der Julia-Pass und dann überqueren wir den. Dann geht's zurück nach Hause bei 5, 6 Grad. Es täuscht wahnsinnig, die Sonne scheint, aber es ist richtig, richtig kalt. Aber es macht richtig, richtig Spaß. Die letzte Etappe bei meiner Motorradreise hier im März in der Schweiz beim oder auf dem, genauer gesagt, Julia-Pass, meiner Meinung nach einer der schönsten Pässe überhaupt. Da drüben haben wir ein sehr imposantes Gebäude, das mit einem knallroten Farbton wunderbar in diese weiße Landschaft passt. Da haben es, Schnee angekarrt und Silvana draufgeschrieben, Silvana-Gegend. Ein Traum. Es ist sogar ein bisschen wärmer geworden. Wir haben es knapp 8 Grad. Aussicht genießen und dann geht es leider Richtung Heimat. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen da oder ein Abo am besten. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns wieder auf der Straße. Yeah,